Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Tja, diese Woche beginnt mit einem Gefühl der Freude und der Erleichterung. Denn am gestrigen Sonntag konnten wir die 14-tägige Quarantäne aufheben für die Rückkehrenden aus Wuhan, die 14 Tage zuletzt in der Kaserne in Germersheim in Quarantäne gewesen sind, um auszuschließen, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Nach nunmehr 4 Abstrichen und einer letztlichen Abschlussuntersuchung am Sonntagmorgen war klar und nachgewiesen, dass keiner der sich derzeit in Germersheim in der Kaserne aufhaltenden Rückkehrer sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Und so konnten gestern alle wieder nach Hause zu ihren Familien und Freunden zurückkehren. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Bedanken bei all den Helfern, die diese Zeit der Quarantäne unterstützt und begleitet haben. Allen voran natürlich herzliches Dankeschön an die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen vom Roten Kreuz, die mit im Einschluss mit in der Kaserne dabei waren. Aber natürlich geht das Dankeschön auch an die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten der Südpfalz-Kaserne. Das Dankeschön geht auch an die Kommune, an den Landkreis Germersheim, an das dortige Gesundheitsamt und natürlich auch an das Gesundheitsministerium von Rheinland-Pfalz, aber auch an das Bundesgesundheitsministerium, die alle hier in diesen letzten 14 Tagen wirklich Hand in Hand zusammengearbeitet haben. Ansonsten beginnt diese Woche wie gewohnt mit einer Bürgersprechstunde bei mir im Betzdorfer Bürgerbüro. Am Dienstagmorgen sozusagen setze ich meine Arbeitsreise fort unter dem Motto Transformationsmotor Rheinland-Pfalz und schaue mir Betriebe und Unternehmen an, wie sie sich auf die Transformation entsprechend einstellen. Und mein ganz besonderes Augenmerk gilt natürlich dabei den Beschäftigten und den Betriebs- und Personalräten. Die Woche wird wieder sehr spannend und abwechslungsreich, ja, und am Donnerstag beginnt dann die offizielle 5. Jahreszeit, beziehungsweise der Höhepunkt der 5. Jahreszeit kommt so langsam näher. Am Donnerstag zunächst mit Altweiber und dann haben wir ein närrisches Wochenende vor uns mit tollen Sitzungen, auch bei uns im gesamten Wahlkreis. Und natürlich dann der Höhepunkt, die Karnevalsumzüge, ganz besonders natürlich auch am Rosenmontag. Also lasst es euch gut gehen, feiert ganz kräftig auch Karneval und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja. Vielleicht erkennt ihr mich auch unter meinem Kostüm. Ihr könnt ja mal raten, als was ich mich dieses Jahr verkleide. Ich werde es auf jeden Fall schon am Donnerstag hier mit einem Selfie entsprechend auflösen. Also lasst es euch gut gehen, feiert schön, genießt die närrische Zeit und dann sehen wir uns nächste Woche hier bei der Montagslage wieder. Aber stopp! Bevor ihr jetzt ganz in diese närrischen Tage verschwindet, denkt dran, alles hat ein Ende, auch die Karnevalszeit. Und da lade ich ganz herzlich ein, jetzt schon für den kommenden Aschermittwoch zu unserem politischen Aschermittwoch mit traditionellem Heringsessen am Mittwoch um 19 Uhr im Gasthof Daden, also am Aschermittwoch um 19 Uhr im Gasthof Koch in Daden. Seid alle ganz, ganz herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf unseren Gastredner, den Juso-Landesvorsitzenden Umut Kurt. Aber bis dahin sind es jetzt noch ein paar Tage. Also, helau, alaf, nadajö, schep, schep und wie ihr sonst noch die Karnevalszeit entsprechend feiern mögt. Macht's gut.